Hallo und herzlich willkommen bei Wien IT Business Solutions. Mein Name ist Benny und heute zeige ich euch ein weiteres Feature im WKS ERP-System. Und zwar geht es heute um den Personalfragebogen. Der Personalfragebogen ist eine Möglichkeit für eure Mitarbeiter, ihre Daten selbstständig zu aktualisieren mit einem Freigabeverfahren. Das zeige ich euch mal. Der Personalfragebogen findet ihr in der Mitarbeiterzentrale und hier habt ihr den Button Personalfragebogen. Hier sind alle eure Angaben schon mal hinterlegt. Das heißt, ihr könnt dann hier eben euren Namen ändern, Vornamen, die Religion, wenn euch das Spaß macht, Kontaktdaten, ist wahrscheinlich das irre Thema, dass mal jemand umzieht, die Krankenkasse wechselt, die Bankverbindung sich ändert. Und wenn man jetzt hier sagt, man macht zum Beispiel die AOK wird zu BEK, und der Familienstand ist mittlerweile verheiratet, man hat mittlerweile auch mal eine mittlere Reife gemacht und hat eine anerkannte Berufsausbildung. So, und dann sagen wir Fragebogen absenden. Das bedeutet dann eben, dass dieser Fragebogen abgesendet wird, der ist noch nicht akzeptiert. Und jetzt kann eure Personalverwaltung über den Mitarbeiterstamm, sieht dann hier, man bekommt auch eine E-Mail, neuer Personalfragebogen steht zur Prüfung aus, kann man in den Mitarbeiterstamm reingehen, sieht dann hier auch auf einer Personalfragebogen 1, es ist aktuell einer da, kann ich da dann reingucken und schauen, passt das alles so, hier war vorher AOK, jetzt steht hier BEK, das hat sich auch geändert, kann dann eben aber auch sagen, hey Moment, das passt ja aber gar nicht zu den Unterlagen, die du mir hier eingereicht hast und kann dann eben sagen, freigeben, ablehnen, in dem Fall sagen wir mal freigeben. Und diese Angaben haben sich jetzt eben auch direkt schon beim Mitarbeiter hier angepasst. Da passt es nämlich schon. Und natürlich auch beim Mitarbeiter in seinen eigentlichen Stammdaten. Genau, da steht jetzt hier die BEK drin. Und mittlere Reife, anerkannte Berufsausbildung und so weiter. Genau, das war's auch schon. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr mehr von WKS sehen wollt. Und ansonsten wünsche ich euch einen guten Morgen, Mittag oder Abend. Bis dahin. Ciao.